Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ist noch ein bisschen nass hier. Ja, Frau Ministerin, eigentlich ist es bei meinen Co-Berichterstattern aus dem Haushaltsausschuss schon rausgekommen. Das, was Sie uns hier als Haushaltsvorlage geliefert haben, ist ehrlich gesagt Hausmannskost. Wir alle haben uns auf die Suche gemacht nach neuen Impulsen, nach neuen Ideen, aber die haben wir vergeblich gesucht. Und irgendwie schleicht sich bei mir so der Eindruck, als ob Sie mit dem Kopf eigentlich schon viel mehr in Berlin wären als in dem Job, den Sie jetzt haben, nämlich als Ministerin. Und ich will das Ihnen anhand von Beispielen auch darstellen. Ich fange mal an mit Ihrem großen Aufbruch bei den Freiwilligendiensten. Es gab mal solche Sätze wie, alle Jugendlichen, die einen Freiwilligendienst machen wollen, sollen einen Platz kriegen. Sie haben eine Partnerin in der Koalition, die CDU-Vorsitzende, die sogar von einem allgemeinen Pflichtdienst redet. Und Sie wollen hier das Festhalten am Status quo als Aufbruch verkaufen. Und das, obwohl wir wissen, dass es nicht genug Plätze für Jugendliche gibt, um einen Freiwilligendienst anzutreten. Das, obwohl wir wissen, dass wir eine engagierte junge Generation haben, die das auch in Corona-Zeiten gesagt haben, die sich einbringen wollen. Wenn Sie wirklich einen Aufbruch, Innovation ernst meinen, dann schaffen Sie hier mehr Plätze und bessere Bedingungen und verkaufen Sie uns nicht alten Wein in neuen Schläuchen. Oder das Kita-System. Ja, Sie haben das gute Kita-Gesetz, ein Teil des gesamten Sammelsoriums. Davon geht das meiste Geld übrigens an Beitragssenkungen und nicht unbedingt in die Investition der Qualität oder der Leistung der Erzieherinnen. Und jetzt versprechen Sie den Ländern eine Verlängerung über 2021 hinaus. Nur allein in Ihrem Etat, auch in der Finanzplanung, gibt es keinen einzigen Beleg dafür, dass Sie das auch tun. Dann haben Sie noch ein Sondervermögen. Sie haben diverse kleinere und mittlere Kleinstprogramme. Wenn Sie es aber zukunftstauglich machen wollen, braucht dieses Land ein geradliniges, effektives Konzept, nämlich eine klare Verschreibung von Qualitätsstandards in SGB VIII und eine klare Regel von dem festgeschriebenen Bundesbeteiligung, worauf sich auch alle verlassen können. Auf Ihre Programme kann sich nämlich leider niemand verlassen. Sie reden von der Schulkinderbetreuung und dass Sie da so viel machen wollen. Und Sie haben uns am Anfang vor 2,5 Jahren den großen Durchbruch versprochen. Jetzt kommen Investivmittel. Nur keiner weiß, wie man die Mittel in Anspruch nehmen kann, weil sie gar kein Konzept dahinter haben. Sie haben keinen Masterplan, weil die wissen ja noch nicht mal, wie sie das Geld beantragen sollen. Wie soll denn da jemals ein Aufbruch gelingen, bitte? Corona ist natürlich an den Familien nicht vorangegangen. Und ich fand es ehrlich gesagt gut, dass wir so etwas wie einen Familienbonus, Kinderbonus hatten. Es ist eine Anerkennung und Wertschätzung von Familien. Ja, das ist richtig. Und dass es nicht beim Kinderregelsatz angerechnet wurde, ja, auch das war gut und richtig. Aber ich glaube, genau da reicht das nicht. Die Familien, die in ALG II leben, die sind im Moment mehrfach belastet. Und gerade deshalb bräuchten wir einen dauernden Zuschlag, nämlich für die gesamte Phase der Pandemie und nicht nur einen kurzen Zuschlag. Und Frau Schön, wenn Sie jetzt sagen, die Kindergelderhöhung kommt, erstens mal kommt sie deshalb, weil wir einen Existenzminimumsbericht haben, wo eine Anpassung stattfinden muss. Die Anpassung findet nämlich auch im Steuerrecht statt, das müssen Sie dazu sagen, und da ist es weit höher. Und das Zweite ist, wenn Sie wirklich das Hauptproblem dieses Landes verändern wollen, das ist nämlich Kinderarmut. Armut in Deutschland ist jung und sie ist weiblich. Wenn Sie Kinderarmut verhindern wollen, dann müssen Sie über den Tellerrand hinausdenken. Dann brauchen wir eine Kindergrundsicherung, die diesen Namen verdient und armutfest ist und Familien aus der Armutsfalle rausholt. Und dann reichen Ihnen die 25 Euro nicht. Ehrlich gesagt, dann müssen wir auch an Kinder in ALG II denken und an Alleinerziehende insbesondere, die davon am meisten brauchen. Und ein Letztes. Frau Ministerin, das, was Sie beim Demokratieleben machen, das unterstütze ich und meine Fraktion. Das ist richtig und wichtig. Und an dieser Stelle richte ich mich noch mal an die Union. Ich finde das geradezu von Ihnen ignorant, dass Sie immer noch ein Demokratiefördergesetz in diesem Parlament verhindern. Weil Demokratieförderung braucht nämlich nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, sondern sie braucht die engagierte Zivilgesellschaft an der Stelle. Sie braucht die Unterstützung aus diesem Parlament und sie braucht dafür auch Grundlagen in so einem Gesetz. Und mein letztes Argument, Durchbruch, Frauenhausfinanzierung. Frau Ministerin, Sie kennen die Zahlen.
Sie wissen, wie wichtig das ist, dass, wenn wir es ernst meinen, Frauen zu schützen, wir auch die Frauenhäuser finanzieren müssen. Das, was Sie machen, sind Programm und Programmchen und ein bisschen Investivmittel. Das, was Sie nicht machen, ist eine verlässliche Finanzstruktur. Und genau das wäre Ihr Auftrag. Und wenn Sie diese Aufgaben wahrnehmen, dann wären Sie auch eine Ministerin für das Land und nicht nur die Berliner Kandidatin. Und das ist das, was dieses Land jetzt aber braucht.